ist, du musst aber nur abhaken. Ja, oh, da bin ich tief. So. Eine heilige Handlung. Also. So, also fahr ich wieder. Gut. Also. Merci für alles, gell? Okay. Tschüss. Und ein Gruß an Kinder, gell? Manni. Ja. Sauermarsch. Entschuldigung, wenn ich Ihnen sage, wo der Bürgermeister ist. Wo ist der? Wo? Okay, danke schön. Sie sind der Fidelius Waldvogel. Ja, ich bin der Fidelius Waldvogel. Ja. Ich habe gestern gespielt, bin in der Solvik-Schule. Und gestern Nacht ist mir ein Saublitz passiert. Nein. Ich bin über der Karre gefahren, also über das Akkordeon. Wie kann man über Akkordeon fahren? Da hat mir irgendwie ein Dackel hat mir das Ding nachgestellt und dann bin ich halt einfach drüber. Ach, nicht über ihr eigenes, sondern über ein fremdes? Nein, über meins. Und ich muss jetzt wieder fahren. Aha. Also ja, der Traktor noch ganz ist gerade. Ja, der Schlepper hat nichts gemacht. Also ich hab das ja mit dem Fahrer. Ja, ja. Haben Sie da irgendwo Möglichkeiten, wo man eins kriegen könnte? Akkordeon, da sind Sie in Drossinger genau richtig. Prima, da schließe ich ab und dann können wir los. Gut. Weil ohne Akkordeon weiterfahren ist ja nichts. Nein, ich muss eins haben. Ja, was heißt denn NEU neu auf dem Traktor, auf dem Kennzeichen? Das ist das Altkennzeichen von uns, von Neustadt. Neustadt war Hochschwarzwald. Eine neue Stadt hat ein altes Kennzeichen. Ja, genau, Neustadt. Ja. Neustadt, alte Kennzeichen. Jetzt gibt es ja gar nicht mehr, gell? Zum Glück habe ich das nie abgegeben. Okay. Königstiger, aha. 45 PS, Allrad und mal, am besten ist die Stiege da auf. Wenn Sie nur Durst, möchten Sie nur etwas trinken? Ja, wenn es gibt. Da ist ein Ding. Für unterwegs. Da ist ein Zäpfchen mit Stoff, das ist ohne Stoff. Ah, nehmen wir ein Fetz, ja. Okay, rechts. Ja. Okay. Ich werfe nicht, wenn ich mit dem unterwegs bin. Ja, ist klar, ich bin ja Mitfahrer. So ein Akkordeon, das kostet so 2.000-3.000 Euro bestimmt. Und wenn man richtig gut will, dann sind wir fünfstellig. Das kostet wie ein Kleinwagen, so viel Gutes. Nein, also sehr gut. Ja, im Tausch gegen den Traktor vielleicht? Nein, das geht ja gar nicht. Das geht auch nicht. Nein. Wie viel kostet so eins? 2.000? Ein paar tausend Euro, ja. Und ein günstiges? Ein günstiges ist natürlich günstiger. Aha. Darum heißt es so. Gibt es vielleicht nicht nur eine andere Möglichkeit? Dass ein gebrauchtes vielleicht wäre. Ja. Darf aber älteres sein. Ja, völlig egal, es muss halt noch funktionieren. Oder sogar vielleicht sogar ein historisches. Wäre das auch recht. Haben Sie da Möglichkeiten? Ja, historisch, da könnten wir vielleicht was machen. Wir haben da nämlich eine ganz große Auswahl an historischen Akkordeons. Wo? Eine zum Museum. Und wo ist jetzt da das Museum? Das Museum.
Museum ist da ganz ein authentischer Platz, auch hier, wo man früher Akkordeons hergestellt hat, da sind heute die Akkordeons ausgestellt. Also hier unten im Untergeschoss. Fidelius Waldvogel ist mein Name. Effner, angenehm. Aha. Angenehm. Das ist mein Fachmann zum Sonntag, ja. Aha. Der Alfred. Ah, Sie waren bei mir. Ja, ja, bei dir am Sonntag, aber ich bin natürlich auch bei Sie sein. Nein, ich bin der Fideli. Ja. Gestern Abend ist mir noch etwas Splitz passiert. Von Pustarit, von der Herblasser, verstehst du? Von Wege. Und da ist nichts zum Holen. Nee, da ist wirklich nichts zum Holen. Ja, gut. Ja, du, wenn du sie da lässt, sage ich vielen Dank. Die großzügige Spende vom Fidelius. Ich bin selber drüber gefahren. Danke. Das ist ein Zeitstrahl. Das sind die 30er Jahre. Aha. Da unten siehst du zum Beispiel Soberano, Catulia, das hört sich alles ein wenig anders an. Aha. Die kommen aus der Klingenthaler Gegend, also ja, Sachsen, ja. Thüringen, Kolibri. Ein deutsches. Aber! Ah ja! Firotti, Klingenthal, Hess. Ja, und wenn wir jetzt Baden-Württemberg ist so? Ah, Beckenbauer. Da ist schon. Und Baden-Württemberg wird es natürlich dann ganz stark da. Ein Beckenbauer hätten wir, du! Ah ja! Der wollte es nicht haben, deswegen ist es hier. Das hat mir 1990 geschenkt. Echt? Als Werbegag von Hohner. Und dann zur WM, Weltmeistertitel. Und dann wollte er es nicht haben. Es, im Balk ist das Maskottchen von der WM in Italien 1990 drauf. Boah! Akkordeonmäßig ist es vielleicht nicht das allerbeste, sagt jedenfalls mein Fachmann. Aber echt? Ist natürlich das eine tolle Geschichte, weil der Werbegag aber daneben. Aber die wäre doch für mich etwas, wenn es der Beckenbauer also will. Ausnahmsweise mal in die Hand nehmen, aber nicht mitnehmen. Aber spielt der immer noch im Beckenbauer? Es ist bloß kein Rewe drin. Das ist ja nicht egal, ich brauche keine Rewe. Sollen wir aufmachen? Ja, ja, machen wir es. Den machen wir mal. Nein. Ich bin der Fürst der Wälder und keiner ist mehr klein. So weit der Himmel blau ist, so weit geht auch mein Reich. Also die tönt schon sehr gut. Also das wäre jetzt für mich etwas. Wie viel kostet der so zum Kaufen? Das ist ein riesiges Problem mit dem Preis. Ja, der passt schon. Er hat einen Balkinnenverschluss. Guck, vorsichtig drehen, okay. Dann müsst ihr aufgehen. Machen wir das erst mal ein wenig durch, dass er ein wenig Luft hat. Aber ich muss den Bass suchen. Oh, das sind ja aber Knöpfe. Komm mal, wo ist der C? C-Bass? Der müsste irgendwo kommen. Wo ist der Flein-Sound zu Ende geht? Ja, es ist halt so bei den Instrumenten, die mir nicht gespielt werden. Gell? So ist es. Aber ich komme nicht rum, wenn ich jeden Tag spiele. So. Ja, spielst du selber auch Akkordeon? Ich spiele auch ein Akkordeon. Ja, du auch? Nö, Geige. Nein, spielst du auch Akkordeon? Nein, Geige. Mach mal. Er kann spielen jetzt. Mach mal. Zieh hoch. Komm mal. Das ist jetzt immer eine Geschichte. Und der spielt richtig gut. Sogar so laut, dass ich manchmal im Büro gestört bin. Das wäre die richtige Krise. Jetzt hängt der Fidelius am Seil. So eine hätte man noch. Hätte er so eine noch? Ja. Also könnten wir drüber reden. Haben wir wirklich eine, als Reserve. Haben wir echt? Herr Dörfler! Wie viel will ich verdienen? Als Museum braucht halt Geld. Also ja. Wir sind nämlich noch verschuldet, weil das alles so viel gekostet hat hier. Ich würde sagen, 100.000. Vielleicht so. Ah ja, so 800. Die ist nämlich neu. Ich nehme es jetzt ohne Räume mit, dann gehst du nochmal 100 Rab. Hä? Okay. Hä? Okay. Machen wir so. Okay, also okay. Gut. Ausnahmsweise. Okay. Aber bloß für den Fidelius. Okay. Sonst kriegt das keiner. Mhm.
Da ist sogar noch der Originalzettel, so bauneu. Hier noch überzogen. Das ist identisch. Könnte ein bisschen falsch, aber da kann es gerade nichts dafür. Dankeschön. Also, dass wir ausgeholfen haben, gell? Habe die Ehre. Klappt und da kommen neue Riemen dran, dann passt es. Die Zukunft ist gesichert. Ja. Da vorne kurz nichts, gell? Ja, und rechts um die Ecke. Ja.